Juri, die Rikers-Sträflinge haben die ganze Straße in ihrer Gewalt. Leute rufen an, weil sie Angst haben, ihre Wohnungen zu verlassen. Sag ihnen, sie sollen noch eine Weile drinbleiben. Die Straßenreinigung ist auf dem Weg. Was soll denn bleiben, dass der mich nicht sieht? Scheiße. Oh, er ist nicht runtergefallen. Hier runter mit dir. Warte. Hui. Oh, was ist denn da los? Oh, da sind aber einige. Oh, 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 oh. Das tut weh, Leute. Ich weiß nicht, ob die kuscheln wollen. Ich glaube nicht. Boah, wie viel Schaden die machen, die Sniper. Wo sind Gegner? Ich brauche 50er. Och man. Wenn keine Gegner da sind, wie soll ich 50er-Kombo machen? Wie soll ich eine 50er-Kombo machen? Typisch New York. Kaum wird ein Platz frei, wollen ihn sofort alle haben. Nein, 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 nein. Ich bin kurz vor der 50. Yes. Noch mehr? Leute, das ist echt nicht nötig. Ich hab doch schon Schiss. Es passt aber überhaupt nicht zu seinem Charakter, finde ich. Spider-Man, die Leute sagen, dass die Ausbrecher versuchen, in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen eins übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geisel. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Oh, fuck. Oh, jetzt ja nicht sterben. Weg mit ihm. Oh, der Nachschub ist da. Cool. Okay, ihr Jungs singt Dua und ich die Melodie. Ups. Boing. Hey, cool euch zu sehen, Jungs.
Jungs. Hier gibt es keinen Nachschub oder Verstärkung. Nur Menschen, okay? Oh, ich sehe nichts. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Holy shit. Bitte nicht sterben, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Uff. Sieht trotzdem cool aus. Ja. Na, Outfit schaut nicht schlecht aus, das stimmt. Nein! Ich hasse diesen Raketenwerfer. Ich muss aufpassen. Auf den muss ich jetzt genau aufpassen. Ja, sie schießen gleich. Hier hast du ihn. Hast du deinen Raketenwerfer. Oh, da unten ist ja der noch, den ich vorhin runtergeschmissen habe. Ja, weg mit dir. Captain, alles ruhig hier. Alle orangefarbenen Overalls sind angezählt. Sehr gute schön. Arbeit. Hätten sie es in die Wohnhäuser geschafft, wäre der Schaden immens gewesen. Gute Nachricht. Ein Rikers-Ausbrecher sagt, sie bauen keine Stützpunkte mehr auf. Aus welchem Grund das denn? Du. Man könnte sie leicht über die Stützpunkte entdecken. Sie sind in kleineren Gruppen wieder auf der Flucht. Dann dauert das Einlochen zwar etwas länger, aber es ist sicherer. Vor allem für New York. Ja, genau. Gut gemacht. So, fehlen nur noch die Sable-Außenposten, genau. Wie sagt die Österreicher immer? Das passt schon. Das passt schon. Das stimmt. Der Jameson hat beim Punk Spider hat er was gesagt, ja. Punker? Was bist du, ein Punker? Da. Säbelzahnbiber. Oh, das war wieder geil. Säbelzahnbiber. What the fuck? Wie kommst du auf sowas, Steve? Das war wieder ein Klassiker. Der klassische Steve. Säbelzahnbiber. Sie haben Gefangene. Aber ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Wir wollen ja keine Gangster freilassen. Die echten Gangster werden uns übergeben. Die Gefangenen haben nichts gemacht, wofür man sie anklagen kann. Das verstößt in mindestens 2 Punkten gegen die Verfassung. Okay, ich organisiere dann mal einen Knastausbruch. Der gute Säbelzahnbiber. Ich hasse Punker, genau, Fini. Bist du ein Punker? Ich hasse Punker. Mm-mm-mm.
auch nett. Passt schon, Alter. Das passt schon, Alter. Ich brauche noch 3 Takedowns. Wo kann ich sie mir holen? Hier, da. Boing. Und hier ist auch noch einer. Den nehmen wir gleich. Schub, schub, schub. Da war auch einer drin. Halten. Was haben wir, was der aushält? Falls wir jetzt Punker unter uns haben, keine Sorge, ich hasse nicht wirklich Punks. Es ist nur ein Spruch aus einem Film. Keine Sorge, liebe Punker, alles ist gut. Oh shit. Gibt es eigentlich noch Punker? Ich glaube es ja. Ich meine, wird es sicher noch geben, aber ich glaube, gibt es nicht mehr so viele von Punks, oder? Ja, früher war das mehr, glaube ich. Na. Heute gibt's nur noch Hipster. Heute gibt's nur noch Hipster. Oh fuck. Die sind ja heftig. Was ist denn das für eine Kacke? Oh fuck. Was ist denn da los? What the fuck? Oh, das sind die. Aber sofort runter mit dir. Das sind diese Geschütztürme. Gibt's noch welche?
Der Sack. Oh, hier. Weg mit dem Käse. Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. Spider-Man, ich hab recherchiert. Die Gefangenen haben gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Hey, ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20. Wow, 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 ich seh nix. Habt ihr Jungs das Gefühl, durch eure Helme wird das unpersönlicher? Ich meine, Topf, Deckel, ich weiß schon. Das ist ein heftiges Lager. Nein, 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 weg, weg! Da haben sie sich versteckt. Und puff. Ah, sehr schön. Und Schnitt. So, was habt ihr denn Schönes geschrieben? Zitadelle. Okay, jetzt kommt wieder was vom guten Steve. Ein Punker oder einfach Punk ist ein garstiges, punkendes, im Punks vorhandenes Ungetüm. Er schleicht sich von hinten an, verwurschtelt einem die Haare und färbt sie bunt, pierst einem Ohren, Nase und Genitalien, zerknittert einem das Hemd und bespritzt es mit Achselschweiß. Ist die Punkung dann abgeschlossen, findet sich das Opfer häufig auch noch geil in seinem neuen Outfit, verzichtet auf eine Strafanzeige und beschließt immer so rumzurennen. Alles klar. Alles klar, Steve. Ich glaube, die heißen jetzt nicht mehr Punker. Die nennen sich jetzt irgendwie mit Alternative oder so. Ach so, okay. Ja gut, ich kenne mich in der Szene nicht so aus. Also. Und noch was von der Zitadelle, noch was von Steve. Experten gehen davon aus, dass die Erde spätestens im Jahre 2020 vollständig punkfrei sein wird. Manche dieser
Experten versuchen, dieses noch zu beschleunigen. Vornehmlich diese mit wenig Haarwuchs. Alles klar. Oh Gott, wäre ich Wissenschaftler, würde ich mich angesprochen fühlen. Alle Scientisten haben zottlige Haare und kalten Kaffee. Mein Cousin war mal Punk, aber ich weiß nicht, ob er sich auch immer noch so bezeichnet oder ob er mittlerweile irgendwas anderes ist. Zum Glück musst du das nicht unverletzt schaffen. Ja, das stimmt. Zum Glück muss ich das nicht unverletzt schaffen, ja. Aber gut, ja, solche Phasen gibt es immer wieder, weißt du. Oftmals in der Jugend nennt man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ein Schnitzelfanatiker oder sowas. Vielen Dank! Captain, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke. Ich war als Teenager mal ein Jahr lang Goth. Okay. Ein Goth? Sind das die, die... Das sind doch die, die was... sich so dunkel anziehen, oder? Gothic. Dann war es mir zu blöd, weil man sich da schminken musste. Man musste sich. Der Moment, wenn man zu faul ist, was zu kochen und einfach eine Tafel Schokolade frisst. Jawohl, läuft bei dir, Felix. Ist gemütlicher, ne? Das bin ich im Erwachsenenalter immer noch. War jetzt nur ein Beispiel. Er schon wieder. Verschwörungstheoretiker. Mit diesen gemeinen Worten hat man mich erniedrigt und beschimpft. Das stimmt, ich habe ihn Verschwörungstheoretiker genannt. Jetzt ist es passiert. Dank Spider-Man haben wir buchstäblich die Pest am Hals. Warum ich ihm die Schuld gebe und nicht Martin Lee, dem gebe ich auch die Schuld. Er hat seine Strafe verdient. Aber er ist ein irrer Terrorist. Die machen so etwas eben. Spider-Man jedoch sagt, er sei ein Held. Und doch wusste er wohl von der Gefahr, ohne uns zu warnen. Entweder dachte er hätte es im Griff, oder er steckt mit drin. Und dann ist er ebenfalls ein Terrorist. Mhm. Da hat er recht. Hier, das gibt tatsächlich EP, diese Rolle. Spinnenrolle. Yay. 2 EP, 2 EP. 6 EP. Drachenrolle. Erwischt mich nicht. Guck mal, ich will das von ganz oben mal machen. Ich war halt nur dabei, weil eine Freundin von mir halt Gott war. Aber dann ist die Freundschaft nach einem Jahr zu Bruch gegangen. Und naja. Ja. Ah, jeder macht irgendeine Phase durch. Ja. Ist ja mit Musik auch so, irgendwie. Musikgeschmack ändert sich ja auch. Mit den Jahren. Zumindest nicht grundlegend, aber so ein bisschen immer, so weißt. Man schielt so immer ein bisschen in andere Genres, weißt? Also wenn... Aus meiner Sicht jetzt. Sag mal. Oh shit. Oh shit. Da passiert. Kommt Leute. 5 Gegner gleichzeitig. Ich habe eh schon wieder verkackt.
Außer jemand hat wieder eine Granate für mich. Das wäre natürlich... Ja, genau sowas. Aber dann sollten die... Die sollen hier... Ja, ja, ja. Kann bitte einer eine Granate werfen? Ich wäre euch sehr dankbar. Ja, genau, perfekt. Aber jetzt stehen sie natürlich nicht da. Wie ist denn das möglich? Wie soll das gehen? Fünf Leute gleichzeitig. Ja, wenn alle Fernkämpfer sind. Naja, kann's vergessen. Na gut, egal. Oh, für mich? Vielen Dank, Sable International. Ja. Da sind ja auch noch welche. Vielleicht jetzt? Oh ja, oh ja. Aber fünf gleichzeitig. Ha! Ich hab's. Die müssen nicht nebeneinander stehen. Das ist gut. Jetzt nur nicht sterben. Sehr gut. Berühmte Zitate der Punks. Saugeil. Mein Rotz schmeckt immer noch nach Alkohol. Oh, Steve. Kochen wird überbewertet. Und dünner kann ich nicht werden. Ja, ihr seid... Also, der Niklas hat auch... also, der Fallen hat auch gemeint, der kann so viel essen, wie er will. Der wird nicht... Der wird irgendwie nicht... schwerer. Ist halt mit einem enormen Stoffwechsel gesegnet, denke ich. Ich war halt nur dabei, weil eine. Achso, das habe ich schon gelesen. Dann ist es bei mir seit Jahren, ich bin zu dick, fress aber trotzdem Phase. Ich bin in der Phase, ich bin zu dick, will aber trotzdem keinen Sport machen. Die ist auch schlimm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Hier haben wir noch eines. Nein, zwei haben wir noch. Boah, die dauern immer so lang, die Dinger. Sind so knackig. Diesen Stoffwechsel hatte ich auch mal. Er wird nur am Sack, Dick. Oh, Leute. Einmal im Jahr kommt der Mann mit dem großen Sack. So. Was wir hier machen? Entwaffnen. Ein paar Leute haben anscheinend gegen das Sable-Lager protestiert und die Agents haben sie verhaftet. Nimmt man die Menschen für sich ein? Kannst du sie befreien? Es braucht etwas Überredungskunst, aber ich bin ein ziemlich überzeugender Typ. Was wollen diese? Uns ausliefern, weil wir
Ich will diese Dinger da. Die da will ich weg. Weg mit denen. Die können böse sein. Die Wachtürme. Oh, der ist nicht gestorben. Schon wieder irgendeiner, so ein Laser-Dingsbums. Oh fuck. Da gibt's so heftige Gegner, das ist Wahnsinn. Was haben die denn für Waffen? Scheiße. Wirf Jetpack-Gegner in die Luft. Das. Da sind die. Aber was heißt in die Luft werfen? Wie werfe ich die in die Luft? Das verstehe ich nicht. Reicht's, ihr kriegt von mir nur einen Stern. Was war das schon wieder? Jetpack-Gegner in die Luft werfen. Was ist in die Luft werfen? In die Luft werfen. Luftwurf. Und das kann ich mal probieren. Nö, da tut sich genau gar nichts. Oh, da sind schon wieder unglaublich viele Gegner. Ja.
weiß nicht, was der will von mir. In die Luft werfen. Versteht ihr das? Will mal eine Runde zocken, bis später. Alles klar, Felix, viel Spaß beim Zocken. Ich rufe den Kundendienst an. Ich hatte ausdrücklich nur einen Trupp feindlicher Sable Agents bestellt. Die Luft werfen. Spider-Man, Sable hat wohl intern eine Prämie auf dich aufgesetzt. Der Agent, der dich erledigt, kriegt einen riesen Bonus. Nichts ist so gut für das Betriebsklima wie ein schöner Konkurrenzkampf. Das war's nicht. Ich glaube, ich werde sie neu anfangen können. Das werde ich nicht mehr kriegen. Wir 5 Jetpack-Gegner in der Luft. Kein Plan, was damit gemeint ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ist auch blöd. Hey, blöd, wenn ihr Typen weiter einfach so reinschneidet, es wäre höflich, vorher anzurufen. Ich meine, warum soll ich sie in die Luft schießen, wenn sie eh schon in der Luft sind, weißt du, was ich meine? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und wie vor allem? Keine Ahnung, was der meint. Wir 5 Jetpack-Gegner in der Luft. In der Luft. Okay, dann schauen wir mal. Werfen. 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 Irgendwas mit werfen, werfen, Wurf. Okay. Vielleicht ist das gemeint. Mal schauen. Ups. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Ah! Ich hab's irgendwie gerade geschafft. Aber ich weiß nicht wie. Das ist ja... Cool, den Ärger gibt's nebenan. Hey, war den Versuch wert? Das klappt irgendwie nicht. Ich check's nicht. Wie habe ich das geschafft gerade? Wurf, das drück ich. Ich drück das. Gedrückt halten. Muss ich beides gleichzeitig gedrückt halten? Oder? Ja, diese.
schaff's nicht. Wie habe ich's denn gerade geschafft? Ja, so bei dem geht's. Lustig. Halten. Halten. Scheiße. Ich krieg's einfach nicht hin. Luftwurf. Ne. Also das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Luftwurf funktioniert nicht. Der funktioniert irgendwie nicht. Da dreht er sich nur. Meine Güte, das nervt mich, dass ich das nicht hinbekomme. Mal im Ernst, was hattet ihr denn erwartet? Das ärgert mich. Das ärgert mich gerade richtig. Soll ich es noch einmal probieren? Die Leute sind aus den Zellen raus. Sie setzen ihre Proteste nicht weiter fort. Selbe verstößt gegen die Verfassung. Und ich bin schon zufrieden, wenn keine Unschuldigen in den Knast kommen. Danke. Ich probiere es noch einmal. Das muss irgendwie einfacher funktionieren. Ich probiere es jetzt nochmal an den Bodentruppen und dann, keine Ahnung. So, erstmal wieder die Typen hier. Hä? Wir sind in Gefahr. Den haben wir einfach rausgeschossen. Hier. Hui. Das ist ja witzig, dass das auch geht. Njong. Ja, komm. Nein, so geht das nicht. Ich krieg das nicht hin. Das Viereck und Dreieck. Viereck und Dreieck. Gedrückt halten. Nein, einmal schlagen und dann Dreieck gedrückt halten. Weil hier steht, ja. Okay. Machen wir nochmal. Ja gut, das ist jetzt Takedown, ja. Könnt ihr nicht Alarm schlagen, Leute? Hier, ich bin doch eh schon da. Hallo, hallo. Ah, okay. Also. Brauche Rückendeckung.
Na, das geht nicht immer. Man muss ganz nah ran. Ansonsten klappt's nicht. Das ist interessant. Ja, man muss ganz nah ran. Aber ich glaube, das ist der Move. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also zumindest funktioniert der so. Ein Schlag und ein Dreieck. Naja, macht das nicht immer. Man kann die einfach nicht ignorieren, die nerven. Das klappt nicht! Du willst mich doch ärgern! Das Spiel will mich ärgern. Noch mehr von euch! Jetzt reicht's, ihr kriegt von mir nur einen Stern! Wo ist denn der Fliegertyp jetzt? Ist der schon wieder da? Vielleicht muss ich sie erst einspinnen. Das habe ich vorhin auch schon probiert. Ich rufe den Kundendienst an. Ich hatte ausdrücklich nur einen Trupp feindlicher Sable Agents bestellt. Spider-Man, Sable hat wohl intern eine Prämie auf dich aufgesetzt. Der Agent, der dich erledigt, kriegt einen riesen Bonus. Nichts ist so gut für das Betriebsklima wie ein schöner Konkurrenzkampf. Aber schmeiß dein... Aber vielleicht... Ja, vielleicht am... Nein. Aha! Ich schau gerade für dich nach. Oh, danke dir, Fini. Danke dir, danke dir.
Ich hab's. Man muss sie ein... Ja, man muss sie einspinnen. Und dann geht's. Oh, fuck. Ich glaube, ich hab's. Jetzt habe ich mittlerweile schon zwei. Aber das ist ja... Das ist echt fies, dass man diese Jetpack-Typen da einspielt. Also, auf sowas musst halt auch mal kommen. Also zuerst einmal musst du wissen, was damit gemeint ist. Und dann musst du schauen, wie du es machst. Das ist irgendwie komplett... Also du springst in die Luft, bewirfst sie mit den Netzen, drückst Dreieck und dann wirfst du sie. Ja. Da steht aber, bei der Moves-Liste steht halt, dass man Viereck drücken muss. Keine Ahnung. Ah gut. Da sind sie ja noch am Boden. Da, ja. Komplett verwirrend. Oder? Nein. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Luftreißer, Luftwurf, das wird gemeint. Ja, das ist gemeint. Stimmt. Luftwurf, der ist gemeint. Aufs, ja, egal. Ich meine, es steht eh Luftkampf, aber trotzdem. Egal. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd oder keine Ahnung, aber. Zugriff jetzt! Na gut. Hey, wenn ihr Typen weiter einfach so reinschneidet, es wäre höflich, vorher anzurufen. Ah, oh, danke dir, Finiger. Sehr nett von dir. Oh nein, jetzt denn? Okay, ich gebe etwas. Nicht getroffen. Sehr schön. Oh, jetzt sterbe ich hier gleich. Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen. Ohne dass ich sterbe am besten. Ständig irgendwas. Ich hoffe, da kommen noch zwei. Hier höre ich gerade einen, ja. Ja, ja, da höre ich gerade einen. Warte mal, wo ist er? Wir müssen ihn auf den Boden holen. Ich höre doch gerade einen, oder? Nächste Welle. Hier ist alles cool. Den Ärger gibt's nebenan. Hey, war den Versuch wert? Oh, da sind sogar drei. Ah, das ist jetzt meine Chance. Da dürfen die sich nicht selbst töten. Das hat er gespielt.
Okay, ist eigentlich, wenn man es weiß. Na. Okay, das war fail. Nein! Ach komm, du willst mich verarschen! Nein! Das ist nicht wahr! Oh, ich hab noch einen! Ich hab noch einen! Eine Chance hab ich noch! Nein, nein, nein! Nein! Mal im Ernst, was hattet ihr denn erwartet? Nein! Warum klebt denn der auf einmal an der... Ah! Das war der Letzte, das wäre der Letzte gewesen. Oh, wie unlucky war das jetzt? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ach, Dumme. Oh, Mann. Komm. Boah, das tut weh. Einer fehlt. Ein verdammter. Ich hatte solche Angst. Ein verdammter fehlt. Das darf nicht wahr sein. Die Leute sind aus den Zellen raus. Sie setzen ihre Proteste nicht weiter fort. Sable verstößt gegen die Verfassung. Und ich bin schon zufrieden, wenn keine Unschuldigen in den Knast kommen. Dank